Hilfe, was male ich nur? Teil 2, jetzt in diesem Video. Heute klappt's. Ja, servus beieinander. Heute verhaspel ich mich die ganze Zeit. Naja, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit, hoffentlich auch in deinem Leben. Genau, sind wir auch schon beim Thema, ne? Vielleicht ist es im Augenblick auch gar nicht das Malen. Überleg mal, vielleicht ist es eher Schreiben. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns kreativ auszutoben. Und es muss auch nicht immer das Malen sein, ja? Als mein Vater vor 4 Jahren verstorben ist, konnte ich eine Zeit lang zum Beispiel überhaupt nicht malen. Und dann schrieb ich Liebesgedichte, ja? Also bin also vom Malen, also das passiert mir häufig oder öfters, dass ich vom Malen weggehe in ein anderes kreatives Fach, ja? Oder einige von euch wissen ja, ich war jetzt unten bei meiner Mutter in Bayern, weil die ja im Krankenhaus lag. Und auch da konnte ich konnte einfach nicht zeichnen, also nicht mal meine Kritzelbilder. Es hat einfach nicht funktioniert. Ja gut, und in der Zeit, um überhaupt Kraft zu tanken, bin ich in die Natur, ja, und habe natürlich das Handy dabei gehabt. Ich musste ja immer erreichbar sein. Und was passierte? Ich begann auf einmal Landschaftsaufnahmen mit meinem Handy zu machen, ne? Und ich hatte da also wirklich einen Riesen oder einen Heiden Spaß dabei. Es war echt, es hat mir richtig gefallen. Und es ist jetzt auch kein tolles Handy, ein ganz normales Handy. Und da sind wirklich ein paar ganz tolle Aufnahmen entstanden. Warum ich dir das erzähle, ist, wenn du diesen kreativen Weg beschreitest, dann wird deine kreative Ader immer irgendwie Wege finden. Und vielleicht ist es im Augenblick einfach nicht das Malen. Also fühl mal in dich, ja. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Jetzt geht's schon noch weiter mit Malen, ja. Ich habe noch ein, zwei Methoden oder Übungen, wie man sich auflockern kann, wenn man gerade so eine Blockade hat. Viel Spaß. Ja, und die erste Empfehlung siehst du, oder kommt eh gleich eingeblendet, halte deinen Stift, dein Werkzeug am oberen Ende. Ja, also die meisten fassen den ja ganz unten an. Und wenn du den oben, mit dem oberen Ende nimmst zum Malen, das löst zum einen Blockaden und die ganze Zeichnung, sieht man ja, wird lockerer. Und die zweite Empfehlung, brich, wie zum Beispiel jetzt hier, wie ich es hier mache mit dem Blümchen, brich's runter auf abstrakte, einfache Formen. Ja, also lass es mit diesem, oder versuch, dass es ein gutes Bild werden muss, soll, lass es. Die schönsten Bilder, und die tatsächlich dann ja auch oft gekauft worden sind, waren Bilder, die spontan entstanden sind. Ja, weil ich da den Kopf, den Verstand ausgeschaltet habe und ich wurde lockerer. Und es wird bei dir genauso sein. Ja, also Stift oben halten, auflockern und brich's ruhig runter auf abstrakte Formen und nimm nur diese Grundformen, so wie du es jetzt hier auch siehst. Es ist ja nicht 1:1 umgesetzt, sondern ich gucke mir die Blümchen an. Meistens mache ich es so, dass ich die dann weglege. Ich habe es halt nur jetzt für ein Video, dass man es sieht, daneben gelegt. Meistens ist es so, ich nehme eine Fotografie oder ein Blümchen, schaue es mir kurz an, ja, und fange dann an zu malen und lege es aber dann auch weg. Dass die Leichtigkeit bleibt, ja, dass ich nicht anfange, oh, das muss jetzt akkurat sein. Also das sind so ganz wichtige Empfehlungen, wenn man so eine Blockade hat, dass man wieder in den Fluss kommt. Ja, das ist ja das, was wir uns wünschen, im Fluss zu leben, im Fluss zu arbeiten. Und dafür muss ich natürlich auch immer wieder das üben. Die nächste Empfehlung, ganz klar, mach es. Ja, also nicht, weil du jetzt gerade nicht malen kannst, dass du die Sachen weglegst. Die Kreativität oder die Intuition
ist ein Muskel oder muss man sich vorstellen wie ein Muskel, der unbedingt auch regelmäßig trainiert werden muss. Also wenn ich nur gemalt hätte, wenn mich die Muse küsst, dann wären viele, viele, auch hunderte, wahrscheinlich sogar tausend Zeichnungen überhaupt nicht entstanden. Ne? Und oft benötigst du 10 Zeichnungen, um dann ein Bild entstehen zu lassen, wo du sagst, wow, das bin ich. Das ist jetzt ein echter, das ist jetzt ein echtes Bild von mir. Also das wäre so die nächste Empfehlung, die ich geben möchte. Und du hast immer, also auf diesem Papier, das ist doch das Schöne. Ich glaube, jetzt kommt gleich eine Einblendung von mir, sehe ich hier irgendwo. Ah ja. Ja, darüber freue ich mich natürlich immer, ganz klar. Und wenn du kein weiteres Video oder wenn du kein Video verpassen möchtest, dann kannst du natürlich auch meinen Kanal gerne abonnieren. Übrigens, das Bild ist natürlich nicht an einem Tag entstanden, weil bei Aquarelltechniken muss ich natürlich immer die Trockenzeit mit einplanen. Das ist jetzt am nächsten Morgen ging es weiter. Und wenn du so, dich so in der Blockade befindest, ist auch eine weitere Empfehlung, misch deine Farben, Acrylfarben mit viel Wasser. Ja, das lockert auch auf. Wasser hatten wir als Element schon vor 2 Videos, glaube ich. Wasser reinigt den Geist, also das lockert alles. Das Ganze ist dann nicht mehr so bleischwer auf der Leinwand. Ja, und eine weitere Empfehlung von mir. Jetzt habe ich es vergessen. Ich habe nämlich arbeite heute ohne Skript. Jesus Maria. Nee, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Auf der Leinwand, auf dem Papier haben wir sämtlichen Freiraum. Nützt es. Ja. Schreib zu den Bildern, ja, oder das ist eine schöne Kombination übrigens, malen und schreiben auf einem, also auf dem gleichen Blatt Papier, ne? Alles, was wo du ein bisschen Muffelsausen hast im täglichen Leben, auf der Leinwand kannst du alles ausprobieren, ja? Wenn du gerne mal so zeichnen möchtest wie Michelangelo, dann geh in den Zeichenkurs. Man kann zeichnen in Bleistift, also ganz schwarz-weiß Zeichnungen in Bleistift, kann man lernen. Ja? Wenn du eine große Leinwand dir wünschst und du dich mal richtig austoben möchtest, dann mach es, tu es. Schieb's nicht auf morgen, auf nächstes Jahr, wenn die größere Wohnung da ist, wenn ich endlich Platz habe, mach es. Nimm einen Keller. Geh mit den Farben raus. Ja? Die Kreativität ist immer und überall vorhanden für uns. Immer. Die ist immer da. Nutz es. Mach's. Ist ein To-Do-Programm von mir. Ja? Mach es. Du profitierst ungemein davon. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsames Malen. Und eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.